Sack und zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode von Zielers Top 11. Heute geht es um Bayer 04 Leverkusen. Für die habt ihr abgestimmt. Ihr könnt wieder abstimmen. In der Videobeschreibung ist der Strawpaw-Link, über den ihr zur Abstimmung gelangt. Wenn euch das Video gefällt, lasst einen Daumen nach oben da. Bei PSM Max auf Guthabenbedarf. Schaut bei King Green vorbei, bei Headset Bedarf, bei Marktführer Sennheiser, um mich zu unterstützen. Würde mich sehr darüber freuen. Leverkusen, ihr seht, schon gegründet am 1. Juli 1904 in der Bundesliga, seit 1979. Seit dem Aufstieg nicht einmal wieder abgestiegen. Der Trainer momentan ist Roger Schmidt und ich glaube, erst seit dieser Saison und die letzte Platzierung ist der vierte Tabellenplatz in der letzten Saison. Der Champions League Achtelfinalist, der momentan hat, bisher erst ein einziges Mal den DFB-Pokal gewonnen, und zwar 1993. Kein einziges Mal die deutsche Meisterschaft. Vizekusen ist ja der Titel, den sie sich überrechtlich schützen lassen. Also, das zeigt schon, die Meisterschaft werden sie wohl in den nächsten Jahren nicht mehr gewinnen. So, das war's zu der generellen Vorstellung von Bayer 04 Leverkusen, ein Verein, der nicht besonders beliebt ist in Deutschland, aufgrund dessen, dass er von Bayer gesponsert wird, beziehungsweise dass Bayer der, naja, Grund ist, warum dieser Verein existiert, könnte man sagen. Aber das ist nicht so schlimm, denn wir kommen jetzt trotzdem erstmal zur Mannschaft. Das Teambuilding ist heute davon geprägt, dass ich die Bank nicht gezeigt habe. Ich kann sie euch aber einfach mal so kurz vorlesen. Rolf ist Spalch, Drimic, Hilbert, Brandt, Jedwai und Öztunali sitzen da drauf. Zieler natürlich mal wieder im Tor. 4-3-3-4 Formation und ihr werdet jetzt gleich eingeblendet bekommen. Natürlich, wenn das Team fertig gebaut ist, wie viel es gekostet hat. Leverkusen allgemein eine relativ interessante Mannschaft. Innenverteidigung besteht hier einmal natürlich aus Ömer Toprak und auf einer... Toprak wäre auch ein schöner Name. Und auf der anderen Seite aus, ihr könnt es euch wahrscheinlich schon denken, Papadopoulos. Denn wenn Spalch auf der Bank sitzt, ist Papadopoulos natürlich drin. Normalerweise ist Spalch in der Startelf. Papadopoulos ist, glaube ich, sogar noch verletzt in Realität, aber der ist in FIFA einfach theoretisch der bessere Verteidiger. Bönisch dann auf der linken Seite, der spielt momentan eigentlich Wendell, soweit ich das überblicken kann, aber heute mal ja lieber der gute Bönisch. Donati auf rechts, da spielt normalerweise Hilbert, der sitzt auch auf der Bank, allerdings nur das erste Spiel, weil danach, naja, war Donati so katastrophal, dass ich den rausgenommen, Hilbert reingepackt habe. Bender und Castro beide auf der 6, beziehungsweise auf der 8 heute agierend. Beide sehr nice Karten, gute Allrounder, auch wenn Bender ein bisschen zu defensiv ist und offensiv nicht so die Qualität hat. Die 10 ist mal wieder besetzt von der Nummer 10 und in der Offensive haben wir dann Stefan Kießling im Sturm. Er hat Drimic nur auf der Bank, wie schon erwähnt, und auf der rechten Seite, ich denke mal, jeder weiß, wer da jetzt kommen wird. Karim Bellarabi auf der linken Seite, natürlich Heung-min Son. Natürlich könnte man auch Brandt benutzen, ich habe ihn nicht einmal eingewechselt, aber hab's einfach vergessen. Und ihr merkt schon, ich bin gerade nicht so in meinem Kommentierstil, aber eine Sache, die man bei dieser Mannschaft feststellen kann, ist schon, offensiv sieht das Ganze sehr, sehr gut aus, defensiv, naja, ich beschreibe diese Episode mal mit zwei Titeln. Und zwar einmal, naja, was mir an FIFA ankotzt, beziehungsweise warum FIFA scheiße ist. Und offensiv Spektakel, defensiv Debakel. Das ist, glaube ich, ganz gut, wie man Leverkusen in FIFA 15 beschreiben kann. Erstes Spiel gegen dieses, naja, Hybrid mehr oder weniger aus der russischen Liga mit Heik im Sturm. Und hinten drin Juventus Turin und Mattia De Ciglio. Sieht nicht schlecht aus und war auch nicht schlecht bereits. Nach 2 Minuten kommt Dumbia hier durch und Zieler fault ihn, es gibt 11 Meter. Da sieht man wieder, die Torhüter sind dieses Jahr absoluter Müll, aber wie der Pass da durchgekommen ist, hat mir nicht so wirklich gut gefallen. Also, das war nicht so schön und deswegen, naja, war das schon mal der erste Beweis dafür, dass die Abwehr nicht ganz so geil ist. Auf der anderen Seite kommt dann Kießling hier mit dem Pass nicht durch, nochmal kommt er irgendwie, ja, durch die Verteidigung durch. Und im Endeffekt macht das 1:1 nach 8 Minuten, das war nicht so wirklich toll, der Anfang der Partie, denn... Sind wir mal ganz ehrlich, Kießling in der Situation mit mehr Glück als Verstand. Da sieht man wieder verteidigen, auch beim Gegner. Richtig, richtig scheiße. Allerdings, naja, versuchen wir dann schöne Tore zu schießen. Mal in der 15-Minute Freischuss. Cialanolo aus 35 Metern. Ich habe den Namen falsch gesagt. Natürlich die 10 aus 35 Metern gegen den Pfosten. Und dann kommt wieder Defending. Und zwar hier Toprak. Klasse, wie er gegen Donati gegenläuft. Der Sweaty Pass. Und da sind wieder Papadopoulos und Bönisch sich in der Mitte nicht einig. Und im Endeffekt kann Zieler nichts mehr machen. Dumbia mit dem 2:1 nach 34 Minuten. Es war bitter. Es ging offensiv weiter mit dem Spektakel. Das ist ganz schön. Der Ball auf Castro mit dem Außenriss. Wunderbar, direkte Abnahme. Und es steht 2:2 in der 45. Minute. Das sah alles ganz gut aus offensiv. Defensiv, aber wie gesagt, einfach richtig für den Arsch. Und ja, so ging es dann halt irgendwie auch weiter. Noch in der ersten Halbzeit der Ball auf Hulk. Und der macht mit der Abwehr, was er will. Papadopoulos kommt nicht ran. Mit Übertopper kann ich nicht hingehen, weil er hat schon gelb und... Ja, die Schusskraft ist dann zu viel für Zieler. Ist nicht so schön, es steht 2:3 noch kurz vor der Halbzeit. Ja, da regt er sich zu Recht auf, denn das war nicht so geil. Zweite Halbzeit ging es dann auch weiter. Hier Toprak kann nicht gegen Joao Zinho hingehen. Da kommt Bönisch noch dazu, der macht auch nichts und der grätscht mal ins Tor. Auch so eine Sache in FIFA 15, diese Grätschüsse sind einfach viel zu stark. Zieler kann nichts machen und es steht 4:2, aber man will natürlich nicht aufgeben. 87. Minute, Kießling nochmal mit dem Pass nach vorne auf die 10. Und der legt sich den mal gut vor und macht den rein in die lange Ecke in der 87. Und wenn man schon das 3:4 noch macht am Ende der Partie, will man auch den Ausgleich noch haben. Und mal sehen, ob wir das noch geschafft haben. Ich habe ja gesagt, das ist offensiven Spektakel, dann müsste das ja eigentlich klappen. Die Flanke von Bellarabi, Kießling ist da, Außenriss und 4:4. 90. Minute, innerhalb von 4 Minuten nochmal 2 Tore gemacht. Und damit geht es in die Verlängerung und auch da wieder, naja... Na,
Gottes Willen, der Torwart. Na, Gott sei Dank haut Dumbia diesen Ball daneben, aber das war ja noch nicht alles, denn es kam wieder zu katastrophalem Verteidigen, beziehungsweise diesem Abpraller, der kommt zu Hulk. Schlecht verteidigt, dann kommt Dumbia mit dem Schuss, der Ball geht glücklich gegen den Pfosten, prallt von Zielers Rücken ab, der Ball nochmal zu Tosic geklärt und der, naja, wird von Bönisch einfach nur getötet. Haut ihn da um, dementsprechend Elfmeter, Hulk in der 113. Minute mit der Chance auf 5:4 zu stellen und damit wahrscheinlich für die Entscheidung zu sorgen, er macht ihn natürlich rein. Und es war leider Gottes die Entscheidung in dieser Partie. Es war eine sehr unterhaltsame, auch wenn sie geprägt war von defensiven Fehlern. Im Endeffekt war es eine Niederlage. Kann man mit leben, muss man mit leben. Cheers, Jeff. Hat's geschafft. Gut, nächstes Spiel. Nummer 2, Wiesbaden. Hybrid. Naja, Hybrid wie Hybrid, ne? Es sind alles große Spieler, beziehungsweise viele große Spieler, wie Carroll, wie Lamela, wie Crouch, wie Arnautovic für Onoa. Und naja, ein bisschen Bronze und Silber hinten drin. Ob das jetzt wirklich mir geholfen hat, wir werden sehen. Erste Szene der Partie geht auf unser Konto. Der Ball kommt zu Son nach 24 Minuten. Und der will nicht in der Mitte legen, dann macht das alleine mit dem Fake-Shot. Steht frei vorm Tor, macht den rein zum 1:0. War ganz schön, kann man auf jeden Fall so annehmen, dass wir hier führen nach 24 Minuten. War verdient zu dem Zeitpunkt. Aber, der Gegner war auch nicht schlecht. Hier Onoha gewinnt den Ball, verliert ihn gleich wieder gegen Kiesling. Der mit dem Pass auf Castro, der ist im 16er. Der Schuss kommt nicht zustande. Und dass das kein Elfmeter ist, finde ich auch wieder lächerlich. Auf der anderen Seite quasi im direkten Gegenzug, mehr oder weniger. Carroll kommt da durch, keiner greift ihn wirklich an. Und Zieler ist zum Glück endlich mal da und hält den Ball. Ja, das war wirklich wieder so eine Szene, die mich auch aufregt. Die Schiedsrichter in FIFA sind genauso scheiße wie die Torhüter. Und das Verteidigen. Zweite Halbzeit, Flanke in die Mitte. Castro kommt nicht ran, Son kommt irgendwie ran. Und da ist Kiesling. Ja, den macht er rein. Wunderbar abgelegt, wunderbarer Außenrichtschuss wieder direkt. Aber auch das Verteidigen vom Mieter war nicht so besonders toll. Aber er hat aber auch eine Bronze-Silber-Gold-Verteidigung, von daher darf er sich nicht beschweren. Auf der anderen Seite ist eine Goldverteidigung mit silbernen Außenverteidigern. Und Crouch macht mit, Hilfe, was er will, nimmt Toprak aus. Dann läuft Papadopoulos daneben und es steht 2:1 nur noch. 64. Minute, Zieler wieder mal chancenlos. Der gegrätschte Schuss von Peter Crouch. Ja, der ist mittlerweile alt und braucht wohl keinen Krückstock trotz seiner Größe, denn hier hat er uns ziemlich hoch genommen. Allerdings gab es auf der anderen Seite natürlich auch Chancen. Hier, der Ball kommt auf Kiesling und der steht im 16er. Der Schuss kommt gut und klasse Parade vom Keeper. Der ist Bronze, nicht vergessen. Aber gut, der kommt in die Mitte und da ist Kyrgiakos Papadopoulos und diesmal schlägt er den Bronze-Keeper. 3:1, 74. Minute. War ganz schön, denn somit war es so gut wie die Entscheidung. Wobei mit der Defensive sollte man sich nicht so sicher sein. Allerdings kommt dann der Ball auch nochmal auf Bellarabi. Der könnte vielleicht nochmal das Tor machen, trifft aber nicht und dann wird der Ball ein bisschen unspektakulär geklärt. Der Schuss nochmal von Çalhanoğlu, aber gehalten vom Keeper. Und das war die letzte Szene der Partie, denn danach, naja, ist der Gegner gequittet in der 90. Minute. Kann man auch so machen. Drittes Spiel für uns. Und gegen was für ein Team? Überraschung, Überraschung. Premier League. Sieht auch genauso aus. Ja, die Maria als bester Spieler, vorne Jarvis, Walcott und natürlich auch Vargas. Also nur auf Pace gesetzt, hinten Sako und Mangala, Debuchy und Clichy. Also könnte das eine sehr schwierige Angelegenheit werden mit Howard im Tor. Der ist ja sowieso für die ganzen dummen Torhüter-Animationen verantwortlich, denn der ist ja der, der als Model genommen wurde. Und naja, die erste Szene hatte nicht viel mit dem Torwart zu tun, denn Vargas mit dem Ball auf die Maria und wieder da so frei durchlaufen kann durch meine ganze Verteidigung. Wobei man das nicht Verteidigung nennen darf, durch das Debakel da hinten drin, das ist wieder eine ziemlich bittere Geschichte, aber gut, muss man mit leben, 1:0. Natürlich mit dem rechten Fuß, Zieler kann nichts machen und auf der anderen Seite ging es weiter mit Papadopoulos, der geht mal nach vorne, schöner Ball nach vorne, auf die 10, die steht frei vom Tor und macht den rein gegen Howard, der kann da nichts machen, 1:1 nach 10 Minuten, war auf jeden Fall wieder mal ein Spektakel und es ging weiter und zwar spektakulär. Mit Çalhanoğlu. Der geht über außen, die 10, zieht in die Mitte gegen Mangala, macht das gut. Hier schöner Ballrollshop, geht weiter, dribbelt sich schön durch und der Ball ist wieder im Tor. Das 2:1 nach 13 Minuten. Geht auf jeden Fall einigermaßen klar. So schnell hatte ich mir nicht die Führung ausgerechnet, aber von mir aus sehr gerne. Dann kommt der Abschlag auf die Maria. Vargas ist zu schnell, die Abwehr ist wieder nicht da. Wo ist Toprak? Ihr seht ihn da unten laufen, ne? Kam hinterher, bringt mir gar nichts. Es steht 2:2 nach 28 Minuten. Das war alles wieder nicht so wunderschön. Ich habe es ja bereits angedeutet, die Verteidigung einfach scheiße. Und das zeichnete sich auch weiterhin ab. Aber offensiv waren sie halt gut. Ball von Kiesling auf Son, der steht frei vom Tor. Howard ist wieder geschlagen, 3:2 nach 30 Minuten. Alter Schwede, was für ein Torspektakel in jeder einzelnen Partie bisher. Und es sollte so weitergehen in der zweiten Halbzeit. Kiesling setzt sich hier mal schön durch, versucht mal mit dem linken schwachen Fuß. Der Ball fliegt gut und Howard braucht beide Hände, um diesen Ball zu halten. War eine schöne Situation von Stefan Kieslings schwachem Fuß. Allerdings ging es in der nächsten Situation weiter mit dem starken Fuß von Vargas. Frei vor Zieler. Diesmal eine richtig gute Parade. Zeigt mal wieder, dass er eigentlich ein guter Keeper ist. Allerdings in der nächsten Szene gegen Matt Jarvis. Naja, wird nicht richtig angegriffen und dann schießt er irgendwie an Zieler vorbei. Trotz dessen, der sich da eigentlich gut hinlegt. Und er steht 3:3 nach 58 Minuten. Gut. Ist nicht so ideal gelaufen, würde ich sagen. Aber das Spiel ist ja noch nicht vorbei, ne, meine Freunde.
Wir können ja immer noch offensiv einiges zeigen. Der Ball kommt hier auf Kiesling. Für mich ein Foul im 16er. Sieht der Schiedsrichter anders. Deswegen gibt es Freistoß. Aber wir haben ja einen Freistoßspezialisten. Und zwar die Nummer 10. Ja, der steppt auch ab. Und macht er den rein? Natürlich nicht. Die Latte. Kiesling, Nachkopfball, Latte. Oh mein Gott, Alter. Das hätte die Führung sein müssen. Aber noch war das Spiel nicht vorbei. Ball auf Bender, Ball auf Son. Wunderbar freigespielt. Finesse-Schuss. Und es steht 4:3 nach 75 Minuten. Wunderbar. Das offensive Spektakel geht also weiter. Nicht nur von den Chancen her, sondern auch von den Toren. Jedoch gibt es ja immer noch das defensive Debakel. Und wir, ja, sehen, wie das seinen Lauf nimmt. Die Maria mit dem Ball auf Vargas. Die Maria läuft sich wieder frei, aber da geht niemand so wirklich hin. Papadopoulos bewacht ihn nicht richtig. Zieler sieht nicht so gut aus. Und es steht 4:4. Ja, klasse. Nach 80 Minuten also wieder mal 8 Tore gefallen in dieser Partie. Und noch war es ja nicht vorbei, denn ja, eine Chance gab es noch in der Partie. Und zwar diese hier. Çalhanoğlu, mittlerweile die 10, mittlerweile verletzt. Ball auf Kiesling, Ball auf Castro, Ball auf Kiesling und Kiesling. Ja, der pumpt den einfach rein in der 89. Minute, macht das Führungstor zum 5:4 und ich kann euch beruhigen, es war die letzte Szene in dieser Partie. Ja, und damit kommen wir auch ja, zum Positiven und Negativen von dieser Mannschaft. Der Flop der Episode, natürlich habt ihr erahnt, es ist Ömer Toprak. Ja, Papadopoulos hat sich damit gerechnet, dass er eine Vorlage quasi gemacht hat und ein Tor erzielt hat, ansonsten wäre er genauso dabei gewesen. Aber auch Donati, Bönisch und Hilbert haben Bewerbungsarbeiten geleistet. Im Endeffekt sehe ich aber Toprak als schlechtesten, denn der hat mich absolut... Naja, enttäuscht, bis zum geht nicht mehr. Der MVP der Episode besteht diesmal aus zwei Spielern. Und zwar einmal aus der Nummer 10, ihr habt es wahrscheinlich geahnt. Und aus Stefan Kiesling überraschenderweise. Die 10, naja, habe ich ja bereits erwähnt in einem anderen Squad-Bilder. Sehr, sehr variabel einsetzbar. Schnell, hat gute Skills, einen guten Schuss, gutes Dribbling und einen guten Pass. Alles wunderbar. Und Kiesling hat mich wirklich überrascht damit, dass er einen richtig harten Abschluss hat. Beziehungsweise eine richtig hohe Schusskraft. Der kann aus allen möglichen Situationen den Ball ins Tor pumpen. Und zwar auch mit dem Kopf. Und das ist relativ nice bei ihm. Gut, zum Gesamtrating kommen wir jetzt auch noch unter. Da gebe ich Leverkusen eine 7,5 von 10. Nicht allzu schlecht. Allerdings ist die Defensive wirklich der ausschlaggebende Punkt, warum es nicht besser geworden ist. Es tut mir leid, aber die Defensive sind wie war absoluter Ranz. Gut, das war's von dieser Episode. Ich hoffe, es gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Wie schon erwähnt, würde ich mich sehr darüber freuen. Und stimmt in der Videobeschreibung für die nächste Episode ab, beziehungsweise für den nächsten Verein. Würde ich mich sehr darüber freuen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Wunderschönen Tag noch. Haut rein und ciao.